Hallo, ihr süßen Zuckerschnecken. Ja, ich höre tatsächlich mega selten Witze über meine Größe, deswegen war das echt mega lustig für mich persönlich. Also wirklich, also der Beste ist ja immer, wie groß bist du denn genau? Siehst du das nicht? Also ich frage mich immer, was mit dieser Zentimeterzahl jetzt genau sich verändern soll. Ich spiele auch kein Basketball, kein Handball, aber bin bereit, es zu lernen, wenn ihr dann aufhört, diesen Witz zu machen. Kennt ihr das? Wenn ihr in der vorgeschriebenen Mittagspause Aufgaben von einem anderen Job abarbeitet, damit ihr nach Feierabend noch Zeit für den Haushalt habt? Also, weil ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber wenn meine Chefin mir 10 Wochenstunden mehr Arbeit anbietet, ja, dann fange ich an zu rechnen, wie viel Zeit ich sparen könnte, wenn ich nur noch einmal täglich auf Toilette gehe, mir meine Haare abrasiere und sage, mega gerne. Auf jeden Fall, warum nicht? Wenn mir jemand fragt, hey du, könntest du vielleicht kurz an der Umfrage zu meiner Doktorarbeit zum Thema, warum ein Grashalm mehr wiegt als dein Wille zu leben, teilnehmen? Ach, dauert auch nur 90 Minuten. Und du hättest echt was gut bei mir, womit ich sagen will, ich werde einmal auf deine Instagram-Story reagieren und schreiben, cool. Dann verdrehe ich die Augen, öffne meine Lippen und sage, ha, klar mache ich das, meine Liebe. Ich meine, wir haben uns zwar seit 7 Jahren nicht mehr gesehen und ich wusste nicht, dass du meine Nummer noch hast, aber hey, du promovierst und Girls support Girls. Also hier hast du alle 69 Antworten dazu, warum jeder Grashalm mehr Engagement zeigt, weiter zu existieren als ich. Antwort 1. Durch die natürlichen Witterungsverhältnisse erhält ein Grashalm eine höhere Wasserzufuhr als meine Speiseröhre durchschnittlich im Monat, weil ich ständig vergesse zu trinken, bis mir auffällt, dass meine Kopfschmerzen vielleicht damit zusammenhängen könnten, dass ich seit 8 Stunden noch keinen Tropfen Wasser zu mir genommen habe. Antwort 2. Aufgrund der natürlichen Beschaffung des Lebensraumes eines Grashalms hat er ständigen Kontakt zu Artgenossen und tauscht sich über feste Wurzelsysteme aus. Ja, ich bekomme Angstzustände, wenn ich mehr als 3 ungelesene Chats angezeigt bekomme und bin daher unfähig, konstant soziale Kontakte zu pflegen. Antwort 3. So langsam bekomme ich das Gefühl, es geht in deiner Doktorarbeit gar nicht um Grashalme. Was genau studierst du nochmal? Wenn mich jemand fragt, ob ich nicht ehrenamtlich diesen 18-seitigen Artikel über das Dorffest in Ommerborn schreiben möchte für das gemeindeinterne Klatschblatt, also sie würden auch meinen Namen klar leserlich runterschreiben, sodass es auch einen Werbeeffekt für mich habe und zu meiner Bekanntheit beiträgt, dann kneife ich die Augen zusammen, hebe eine Braue, räuspere mich und rufe, hell no, weil auch ich einen Funken Respekt vor mir habe. Aber oh, mein Selbstwert liebt Arbeit, er steigt und smilet, je mehr ich leiste. Nice. Gib mir mehr Jobs. Guck, wie ich hustle, mich von Stunde zu Stunde kämpfe, ich speise. Guck, wie ich mal loche. Siehst du den Schweiß? Er rinnt von meiner Stirn, glimmt am Kinn, mir ist heiß. Er schüttelt mich, macht mich zittrig, mir ist kalt, Fingereis. Und ja, das ist scheiße. Ich weiß schon, ich weiß. Aber mein Sein sperrt mich ein und meine Arbeit befreit mich von der Last meines Selbst, dass sich Schicht um Schicht aus mir schält. Wenn ich keine Kapazität dem Denken überlasse, nur noch ins Bett falle und schlafe, schnell in die Träume fliehe, renne weg, der Atem meine Emotions verdeckt. Guck mal, wie gut ich mich in der Decke versteck. Man könnte meinen, bis auf den Körper, der sich müde streckt, liegt keine echte Person in meinem Bett. Nur das Herz gibt den Hinweis auf Leben, in dem es tapfer schlägt. Man könnte sich fragen, wie viel Ballast dieser Körper pro Fuß täglich trägt. Welcher Anteil davon haut, welcher glaubt, welcher Frau die Hülle taugt. Welcher traut sich, die Pracht seiner Federn auszufahren wie ein Pfau. Welcher verdaut noch die Bausteine des Tages im Magen. Welcher schaut dem Tau außerhalb beim Schmelzen zu. Welcher Teil bin noch ich, welcher schon du. Was erfüllt mich wirklich? Was füllt mich aus? Was macht mich groß? Was nimmt mir Raum? Was lasse ich rein? Was schmeiße ich raus? Was macht mich sanft? Was schleißt mich rau? Worein muss ich mich pressen? Was sitzt passgenau? Schau, was, wenn ich sag, dass das an Arbeit reicht? Und wenn ich es bloß flüstere? Oder braucht es den Schrei? Was, wenn nichts mehr von mir da ist, ohne den Fleiß? Wenn ich ohne meine Leistung einfach nicht reiche? Was sollte denn dann meinen Wert noch beweisen? Was von mir würde denn dann noch bleiben? Und wenn ich nicht so viel arbeite, was macht mich dann reich? Was mache ich denn dann mit der gesparten Zeit? Müsste ich mich dann aushalten? Ich mich allein aushalten?
Nein, jemand müsste mich aufhalten. Ihr dürft euch nicht raushalten, die Fäuste ballen keine Scheu zeigen, packt mich an den Schultern, höre euch wie eine Mutter träge verneinen. Wir haben noch Selbstwert zu Hause, aber ich weiß, ich habe keinen. Ihr müsstet wie eine Motorsäge meine Furcht beschneiden, denn wenn ich könnte, würde ich das Fühlen vermeiden. Keine Minute könnte ich mich ertragen, kenn kaum den gespannten Saum zwischen den Narben. Ich könnte nicht sagen, worauf ich zurückgreife, kenn kaum meinen Namen, weiß bloß, wie ich heiße. Ich müsste mich fragen, wie ich mich begreife, wenn ich nur noch bin und nicht mehr leiste. Ich müsste nach mir suchen, in der Luke und den Winkeln meiner selbst, auf den Straßen und den Räumen, in den Weiten dieser Welt, im Asphalt, nach Charakter graben. Von den Baumkronen aus meinen Graben ausmachen, wie ein Rabe über den Farben meines Lachens schweben, aus der Melodie einen Kompass für meine Freude weben. Und dann, vielleicht, würde ich mich finden. Vielleicht fände ich mich sogar sympathisch und auch schmeichelnd. Würd's mögen, mich zu finden und auch zeigen, unterwegs beim Stöbern und Entdecken all der Grenzen und der Leere, all dem Ganzen und dem Schweren, das in mir wacht und achtsam zeigt, was ich brauch und wie viel Zeit es noch braucht, um mir zu erschließen, wie ich mich finde an diesem Tag und dann dem nächsten, wie ich mich am besten mag, unabhängig von dem, was ich schaff. Und das dann sag, ohne Scham, wenn du mich fragst, wie ich mich finde, gut und schön. Und stark, weil nichts daran ein Skandal sein darf. Dankeschön.